Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom I-50. Ein Panzer, der mich ehrlicherweise auch so ein bisschen jucken würde. Hätte ich irgendwie Bock drauf, aber ja, ich bin ja jetzt neu bei den Chinesen am Start und will erstmal die hochbringen und den Deutschen und der Panther und ich weiß es nicht. Der Panther 2, der ist nicht so mein Freund. Aber egal, der E50, der ist auf jeden Fall mal richtig nice. Ich sag Darkness off. Jetzt muss ich noch ganz kurz nachgucken. Darkness of Doom. Darkness of Doom. Herzlichen Dank für das Einsenden von dem Replay. Der ist hier alleine, ist aber Top-Tier. 9er, 8er Gefecht und Heiliges Tal ist die Karte. Und ja, er fährt jetzt hier nicht so die Medium-Linie an. Das ist ja so eher mal so Richtung Berg. Sondern er nimmt hier dieses Areal für sich ein. Und das ist eher so der Heavy-Spot auf der Karte. Da schau mal, was er da jetzt so reißen können wird. Natürlich auch mit dem E50 kann man wirklich die Heavy-Linie bespielen, denn der Panzer kann auch ein Heavy gefühlt fast sein. Er ist zwar recht agil, ist unfassbar schwer, also rammt den nicht. Nicht, dass ihr denkt so, yeah, E50, mittlerer Panzer, den ramme ich mal. Tut es nicht, das tut scheiße weh. Aber man kann dafür eben selber gut was einstecken und auch mit der Panzerung arbeiten. So, jetzt gibt er erstmal dem T10 seitlich eine. Schön mit Auto-M draufgegangen, seitlich raus, zack, Hit reingegeben und weiter geht's. So, der T10 will er abhauen, aber das nutzt er natürlich schamlos aus, um den nochmal einen zu verpassen. So, und jetzt endlich denkt er sich so, oh ja, der E50, der ist aber ganz schön nervig, du. Und jetzt kommt er auch in seine Richtung. Jetzt wird er wirklich genervt, aber jetzt hat er nochmal 600er Hit von der anderen Seite bekommen. So, und zack, nochmal sein und weg ist er. Da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Kurz den Gegner ignoriert, bisschen die falsche Entscheidung getroffen und das Thema ist schon durch. Also da hätte er sich mal zuerst für ihn interessieren müssen. So, jetzt kommt hier die ISO rum. Da sagt er, gut, dann mach halt, wenn du jetzt unbedingt vorfahren willst. So, schneller Hit auf den 112er und wieder weg. So, jetzt die ISO nicht so wirklich blocken. Genau, hat er sehr schön gemacht, seitlich gefahren. 112er prallt ab. Da hat er Auto-Aim genutzt. Das war jetzt nicht so der beste Move. Da hätte er vielleicht noch manuell aimen sollen, dann hätte auch der Hit schon geklappt und das macht jetzt diesmal wieder besser. Aber auch da nur der kritische, wobei, egal, sei es drum, tot ist tot. Muss aufpassen, dass er von hinten nicht so geblockt wird. So, da jetzt auch verkackt wegen Auto-Aim. Da hätte er sich den Hit noch und den Damage ordentlich snacken können. So, da den Auto-Aim und da sieht man mal rammen. Da macht er einfach mal 281 Schaden am 112er und er selbst bekommt 60. Und der 112er ist ja bekanntermaßen ein schwerer Panzer. Ja, da hat er den gerade nochmal angezündet. Für 410 Hitpoints davon auch noch getroffen. Besser kann man es nicht machen. Jetzt wartet er, bis die Kette wieder am Start ist. Und er schreibt auch Base Death, weil ihr seht es ganz gut. Hier der Gegner hat den Hill komplett schon überwunden und ist jetzt schon bei seiner Arti. Da kommt der CDC. Und alle anderen Panzer in der Mitte, da wird der IS-3 auch gleich weg sein. Die werden eventuell wollten jetzt noch deffen, aber jetzt ist Base Death wichtiger als der Angriff. Und sein Team macht es sehr gut. Da gibt es keinen, der jetzt irgendwie sagt, ich fahre jetzt alleine mal davor. Der T30, der covert hier so ein bisschen, aber fahrt jetzt auch nicht aggressiv auf den Gegner. Also alles richtig, denn sie liegen auch hinten. Also sie sind jetzt hier der treibende Punkt der Runde. Aus der Fahrt nicht ganz leicht heraus die Badgett zu treffen. Und da hat er jetzt nochmal der Badgett einen schönen Rammschaden für 494 gegeben. Und das war nur so beiläufig. Die Badgett so gleich touchiert, aber knapp 500 Damage allein mit dem Rammen. Und das geht mit dem Panzer so gut wie kaum mit einem anderen. E50, E50M sind Sensationsramm-Monster. Also, das kann ich euch nur ans Herz legen. Am besten auch noch die Fertigkeitsskillen macht beim E50. Ist eigentlich fast ein Pflichtskill, muss man so sagen, wie es ist. Denn Rammeln macht mit dem unfassbar Spaß. Wenn das Ding einmal da anrumst, dann tut's richtig weh. So, schauen wir mal, was mit der Rheinmetall, was da so passiert. Denn 8-9 steht's. Schon fast so weit, dass sie hier zum 9er ausgleichen. Und da ist es auch schon passiert. Da ist noch ein weiterer Rheinmetall und ein FCM. Die sind beide noch voll. Da könnte er HE laden. Aber erstmal zack, mit AP drauf und den auch rammen. Und da sehen wir jetzt mal 731 Hitpoints weggerammt. Was hat er Schaden bekommen? Gar nichts. 11. 11 Hitpoints. Er macht 800, der andere 11. Das ist halt das Krasse. Und das liebe ich an E50 Replays. Denn meistens hat man eine Ram-Action dabei und die sind einfach immer wieder super geil. So, der FCM
Der haut da jetzt ab, der will er jetzt schnellstmöglich weg, aber den lässt er nicht passieren. Der hat den Passierschein A38 mal nicht dabei gehabt. Dementsprechend auch da der Kill. So, das Objekt zuletzt hier in der Basis gespottet. Keine Ahnung, wo sich der gerade befindet. TDC und Dreimetall und die Arti hat ihn hier auch noch getroffen. Gott sei Dank nicht stark, denn jetzt hat er nur noch 31, aber Gott sei Dank hat er eben noch die 31 und die Arti schlecht getroffen, weil sonst wäre das jetzt seine Zerstörung gewesen. Mal schauen, wo da der Rest sich noch befindet. Ja, wir luren um die Ecke, da ist schon der Rheinmetall. Aber die ISO kennt da nichts, macht den weg, CDC da hinten. Und das Objekt, wie gesagt, zuletzt hier auf G3 gesehen, aber schon eine Zeit lang her. Mal schauen, wo sich der so aufhält. So, den DDC seitlich, schöner Treffer, aber das Objekt hat da jetzt zugeschlagen. Sehr gut, gut in Deckung gegangen. Ja, und DDC ist natürlich jetzt kein wirkliches Problem für den E50. Ah, die ist schon raus, das heißt, die muss er nicht mehr fürchten. Die Frage ist nur, wo ist das Objekt? Ah, da ist es. Das heißt, 264, den kann er mit einem Schuss wegmachen, aber auch er kann mit einem Schuss rausgenommen werden. Natürlich fahrt das Objekt jetzt gerade weg, halt also seitlich und das Heck zu ihm gedreht. Wird es eben auf dem Hügel erst dann da runterdrehen. Die ISO bräuchte er als Unterstützung. Kommt auch jetzt so langsam, aber behäbig um die Ecke. Na? Ah, er ist noch nicht, er traut dem Brat noch nicht ganz so, bis die ISO denn wenigstens da ist. Eigentlich, wenn man es jetzt taktisch sieht, müsste die beide zusammenfahren, weil dann nimmt ihr das Objekt mit einem Schuss im Zweifel einen raus, aber halt nicht den anderen. Da jetzt hier rumzufahren und der andere kommt von hinten und seitlich, alles Quatsch. Einfach zusammen hochfahren, Objekt spotten, wenn einer stirbt, stirbt einer, der andere hat freies Schussfeld und hat die nächste Granate für sich. So wäre es normalerweise das Einfachste. Naja, schauen wir mal, was sie jetzt mit dem Objekt da anstellen. 3 Kills hat er, das wäre Nummer 4. Jetzt hat er ihn gespottet und zieht ihn und eiskalt. Zack, drauf die Kanone und weg damit. 6.436 Damage, 1.453 Unterschuss und 1.556 Baserfahrung. Ein feines, feines Ründchen mit einem Panzer, der mal wieder gezeigt hat, was es für ein RAM-Monster ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Ramming-Action in Perfektion zu sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.